Willkommen bei Ground and Pound TV. Mein Name ist Elias Stefanescu und wir sind jetzt gerade hier bei der nächsten, bei der zweiten Sendung über GMC 7, wo wir natürlich die nächsten Paarungen jetzt nochmal unter die Lupe nehmen. Diesmal wieder im GMC Gym. Dennis Hadji Abdurrahmanoglu an meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und als Special Guest Aziz Karaoğlu, die Nummer 2 im deutschen Mittelgewicht. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Natürlich sollten wir jetzt am besten auf den Main Event eingehen. Wir hatten in der letzten Sendung 3 spannende Partien. Diesmal fangen wir sofort mit dem Titelkampf im Halbschwergewicht an. Jonas Bielstein gegen Joachim Christensen, wie man hier noch am Bildschirm sehen kann. Also eine international sehr hochwertige Paarung. Dennis, wie kam es dazu? Ja, also wir sind froh, dass wir Jonas Bildstein einen adäquaten Gegner gefunden haben. Nick Salchow ist leider Gottes ausgefallen, weil er, da ist eine lange Geschichte, er ist nach Amerika gegangen, hat ein Angebot angeblich bekommen von irgendeiner Organisation. Wir fanden es also sehr traurig, wie das Ganze abgelaufen ist. War auch jetzt nicht die sportlichste Art von Nick, im Grunde die Zuschauer und uns alle so hängen zu lassen. Aber Jonas, muss ich sagen, hat es also sehr sportlich gesehen, fand ich sehr gut. Wir haben versucht, Jonas einen starken Gegner zu finden, auch im 93er-Bereich. Und jetzt haben wir ihm einen Bärendienst auch erwiesen, weil wir auch im Christensen, wie alle schon wissen, ist der einzige Stefan Pütz-Bezwinger, hat schon sehr viele international gute Leute geschlagen und kommt mit dem Parlo, dem zweiten Dänen, also das sind die zwei stärksten dänischen Kämpfer und da sind wir gespannt, wie Jonas sich den nehmen möchte. Das ist unsere zweite Titelverteidigung von Jonas, die erste hat er gegen Martin Zawada verteidigt und wünschen natürlich alles Gute dabei. Ja, ich würde jetzt natürlich sofort auf Stärken und Schwächen eingehen. Du kennst Jonas Bielstein ja sicherlich auch über die Jahre öfter gesehen und den starken Dänen hast du mit Sicherheit auch schon ab und an mitbekommen. Kannst du uns so ein bisschen deine Sicht der Dinge dazu erklären? Ja klar, also beides sind sehr starke Kämpfer auf jeden Fall. Und für mich ist, das muss ich ganz klar sagen, Jonas in Deutschland bei 93 sowie in 84, obwohl ich auch auf der Rangliste bei 84 bin, durch seine Leistungen ist er für mich die Nummer 1 in Deutschland. Hat ihn ja bei Bellator gesehen, er hat gute Leistungen gebracht. Man muss halt ehrlich sein, es läuft halt viel Politik in den Ranglisten und für mich wäre er die Nummer 1. Also es wird ein sehr spannender Kampf. Also ich denke, dem Jonas kann man alles zutrauen und ich hoffe auch, dass der Jonas gewinnt, weil er halt aus Deutschland kommt und ich hoffe, es wird ein spannender Kampf. Ja, also Joachim Christensen ist sehr, sehr unangenehm. Also man hat beim Kampf von Stefan Pütz gesehen, also er drückt sehr viel gegen den Käfig. Ja, wenn er nicht boxen will, dann entflieht er dem Stand-Up. Er ist ringerisch sehr stark, hat eine gute Takedown-Defense, am Boden sehr unangenehm. Ist also ein sehr, sehr unorthodoxer Kämpfer. Jonas, wissen wir, er ist ein sehr starker Ringer. Das ist, wenn er ihn runterbringt, in der Overposition ist, dann ist Jonas sehr stark. Aber wie gesagt, der Joachim weiß die Stärken von Jonas. Ich glaube, dass das ein Stand-Up-Kampf sein wird. Die erste Runde wird wahrscheinlich viel taktiert, aber dadurch, dass wir 5 Runden haben, mal 5 Minuten, dieser Kampf hat auch das Potenzial, über die Runden zu gehen, was ich auch glaube. Mal sehen, in welche Richtung es geht und ob es eben über die volle Distanz geht. Du hast gerade Jonas Bielstein gelobt, Aziz. Kann man vielleicht davon ausgehen, ich will jetzt nichts irgendwie in die Wege leiten, sondern frage einfach nur, du hast dich ja gerade bewundernd ausgesprochen, ist das so ein Mann, gegen den du potenziell vielleicht kämpfen würdest, würde sich die Chance ergeben? Also prinzipiell würde ich gegen jeden kämpfen, jeder kennt mich. Ich habe schon im Schwergewicht gekämpft, gegen sogar bessere Jungs. Ich habe bei 93 gekämpft, jetzt mittlerweile kämpfe ich bei 84. Momentan ist natürlich für mich Priorität KSW, weil dort... falls ich den nächsten Kampf gewinnen sollte, werde ich um den Titel kämpfen. Und wie jeder weiß, ich bin jetzt schon 38 und ich denke, das ist jetzt für mich die Priorität. Aber ich habe ihn wirklich gelobt, weil er hat sehr viel Leistung gezeigt. Er war bei Bellator gewesen und er ist ein sehr talentierter Kämpfer. Und deshalb auch in den Ranglisten, was mich dazu gestört hat, ich würde ihn auf die Nummer 1 setzen, weil ich habe halt sehr viele Pausen gemacht. Ich habe eigentlich wenig gekämpft. Er hat das durchgezogen, er hätte es eigentlich verdient, auf die Nummer 1 zu sein. Ich werde jetzt bei KSW kämpfen und
ich weiß ja nicht, ob ich gewinne oder verliere. Wenn ich gegen Dora gewinnen sollte, werde ich eventuell gegen Martella um den Gürtel kämpfen. Und GMC natürlich, wenn der Gürtel kommt, natürlich, ich habe schon immer gesagt, ich kämpfe gegen jeden. Und die Gegner, die gegen mich kämpfen oder nicht kämpfen wollen, die können das ja einfach absagen, ganz einfache Sache. Und in meinem Team, keiner darf sich vor keinem drücken. Deswegen würde ich gegen jeden kämpfen, also das ist überhaupt gar keine Frage. Wie der Dennis eben schon erwähnt hat, es ist sehr traurig, dass sehr viel Politik läuft. Ich kämpfe gegen den, aber gegen den nicht und. Und diese Geschichten, ich habe gesagt, was würde man dann bei einem Fußballspiel machen? Dann würde es einfach Bayern München sagen, ich spiele nicht gegen Dortmund, weil da habe ich sehr gute Freunde. Weil wenn wir das als einen Sport sehen, als einen echten Sport sehen, das heißt, jeder muss gegen jeden kämpfen. Ob das jetzt, ich habe bei Golden Glory jahrelang agiert, ich habe meine Kämpfe für Golden Glory bestritten und dort haben wir zusammen trainiert, gegeneinander gekämpft. Zum Beispiel der Stefan Leko hat gegen seine eigenen Leute gekämpft, klar. Aber die halt andere Gyms in anderen Gyms trainiert haben, aber die alle unter einem Vertrag waren. Aber trotzdem hat jeder gegen jeden gekämpft und das hat man als Sport gesehen. Aber heutzutage, wie das eben erwähnt worden ist, dass in Deutschland zu viel Politik läuft und dass die halt eine Statistik aufbauen wollen, ohne halt wirklich sich mal richtig anzutesten. Und das ist sehr traurig, das auf jeden Fall. Ja, du hast jetzt sicherlich den einen oder anderen Namen gehört, gerade schon erwähnt. Ist Aziz vielleicht so ein Mann, den ihr gerne bei GMC haben wollen würdet? Und falls ja, gegen wen? Auf jeden Fall. Also Aziz ist natürlich nicht nur von seiner Bilanz, sondern die Art, wie er kämpft, die Art, wie er denkt und das, was er zum Beispiel als sportlich empfindet, so sieht es der Zuschauer, so sehen wir es als Veranstalter natürlich auch. Es ist Sport und da sollte auch jeder gegen jeden kämpfen können. Es ist immer diese Politik in Deutschland, die ist natürlich sehr, sehr schwierig für uns Veranstalter gerade. Klar ist das ein Traum, immer einen deutschen Kämpfer oder jemanden aus dieser Region gegen einen Ausländer kämpfen zu lassen, so wie es KSW zum Beispiel macht. Aber wir sind noch lange nicht so weit irgendwie, dass das möglich ist. Ist die deutsche, die deutschen Kämpfer sind noch nicht so weit, dass man für jeden einen im Ausland bieten könnte. Das ist das Erste. Das Zweite ist irgendwie, dass so wie er schon sagte, Jonas ist im Halbschwergewicht, im Mittelgewicht und da ist es dann auch mal rauf und runter gerutscht vom Gewicht her, so wie es jetzt auch bei uns in den Paarungen Nordin oder Genghis früher es auch immer gemacht haben. Das ist so, man muss einfach man muss sich der Herausforderung auch mal stellen irgendwie. Es bringt nichts irgendwie immer zu sagen, gegen den möchte ich nicht, gegen den kann ich nicht oder der bringt mir nichts. Das sind alles so Floskeln, die haben wir jetzt wieder bei der Vorbereitung auch zu unserer Fight zu häufig gehört, viel zu viel auch in unserem Sinne, weil es ist, wie Aziz schon sagt, es ist sportlich und ich hoffe auch eines Tages mal Aziz natürlich bei GMC sehen zu können, weil das ist mit einer also, unserer... Ich würde gerne noch was dazu sagen und zwar, natürlich hat der Abo eine bessere Bilanz als ich, ganz klare Sache. Ich habe auch mich im Schwergewicht gemessen, bei 93 gemessen und die Jungs haben halt mit Gewicht viel gearbeitet und aber im Gegensatz, dieses Voting, also ob ich auf der 1 stehe oder auf der 10 stehe, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn man mal realistisch sein sollte, die Jungs müssen sich testen mit starken Jungs. Weil wenn die mal wirklich in die UFC kommen sollten, für mich wird es glaube ich nicht mehr so sein. Bei mir ist der Zug schon abgefahren. Und falls die mal in die UFC kommen sollten, deswegen muss man sich ja auch mal antesten. Das ist es, so ist die Lage. Und deswegen dieses Voting hin und her. Ich hab gezeigt, dass ich gegen jeden kämpfe, ohne Vorbereitung, mit Vorbereitung. Wie gesagt, das ist natürlich das Beste und das Schlauste. Abo hat das super gemacht, hat eine super Bilanz. Er ist auch, ich habe immer gesagt, wir haben einige Probleme auch gehabt. Ich habe immer gesagt, er ist ein starker Mann. Er ist super gebaut, er hat Power, er trainiert sehr fleißig. Aber ich würde ihm viel mehr zutrauen. Also das ist eigentlich schon ein Lob. Also ich würde ihm viel, viel mehr zutrauen. Aber von seiner Seite aus kommt zu wenig. Aber wenn er das machen würde, wäre er jetzt vielleicht schon in der UFC gewesen. Aber halt, UFC guckt nicht nur auf die Bilanz, UFC wird auch gucken, gegen wen hast du gekämpft. Und hätte er das mal wahrgenommen, gegen Piotr einen Rückkampf zu machen und dann eventuell auch mal um den Titel zu kämpfen. Und ich sage ganz klar, er hätte es schaffen können. Aber er hat es nicht gemacht. Jetzt kämpft er hier bei GMC, ist eine super Veranstaltung, aber er hat KSW eigentlich sozusagen sausen lassen. Wofür?
Klar trainieren viele Kämpfer in verschiedenen Gyms. Man macht ein Sparring und verabredet sich, zu einem anderen Team zu fahren. Aber das heißt ja auch nicht, wenn ich mit jemandem mal irgendwo trainiert habe oder mal ein Sparring gemacht habe, dass ich nicht mehr gegen ihn kämpfe oder wir jetzt befreundet sind oder sonstige Dinge. Das ist Sport, wir bleiben immer noch Freunde. So wie es Assi sagt, das ist egal, wer gegen wen kämpft. Nach dem Kampf umarmt man sich, man gibt ihm die Hand, gratuliert sich gegenseitig. Aber es ist einfach eine Abart geworden, irgendwie, dass man sagt, irgendwie gegen den möchte ich nicht, gegen den kann ich nicht. Und weil man meint, immer irgendwas verlieren zu können. Das ist Sport, das ist schöner Sport, das ist MMA-Sport, das ist im Boxen so üblich. Im MMA sollte es auch der Fall sein, dass man viel mehr auch mal vor seinem Hof guckt. Wenn man in die UFC will, muss man erstmal das auch schlagen, was sich hier rundherum befindet. Die deutsche MMA-Szene ist nicht sehr groß, die Rangliste, die verändert sich in den nächsten Jahren auch nicht, weil es starke Leute sind, wie Jonas, wie Aziz oder genannt eben Abu Azaitar. Die haben nun mal eine sehr starke Bilanz und damit da sich was tut, damit neue Leute damit hineinkommen können, muss man natürlich auch viele Paarungen, viele Kämpfe machen. Leider Gott, es ist auch so, dass viele Veranstalter im Moment auch das Pech haben oder so, dass Respekt ist verschwunden von der Bildfläche und so, dass es zu wenige Großveranstaltungen gibt, wo die Leute kämpfen können. Und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwann bei KSW unterzukommen, muss man natürlich auch alles drum geben. Wir drücken Aziz auch die Daumen zu seinem Kampf jetzt und danach hoffentlich bei Materla. Materla hättest du bei GMC 4 auch bei uns haben können. Das ist so, da muss man sagen. Ich hätte eigentlich jetzt schon um den Gürtel kämpfen müssen, aber da haben die mir noch einen dazwischen gedrückt. Ist auch verständlich, also ich bin jetzt schon, wie gesagt, 38 und die wollen einen jungen Champion haben. Nachdem ich Jay Silva ausgenockt habe, hat der Veranstalter zu mir gesagt, vor 10 Jahren wärst du der Champion. Da habe ich ihm gesagt, pass auf, kann sein, dass ich noch der Champion werde. Aber das steht natürlich in den Sternen, also was passieren wird, weiß ich nicht. Vielleicht verliere ich gegen Droll und dann hat sich die Sache schon vielleicht für mich erledigt. Aber falls ich gegen ihn gewinnen sollte, werde ich alles drum geben, um den Gürtel zu kämpfen. Das auf jeden Fall. Es gab den ein oder anderen Namen, der im Gespräch war, wegen GMC 7. Kannst du uns da ein bisschen aufklären, warum jetzt, ich sag mal, ein Andreas Kranjotakis wurde herausgefordert von Martin Zawada, ein Ruben Crawford war schon gestellt, die sind alle nicht dabei. Kannst du uns sagen, warum? Ja, leider Gottes hat die Paarung Andreas gegen Martin Zawada nicht funktioniert. Martin Zawada, er läuft nun mal immer in seiner Normalform, glaube ich, als Schwergewicht rum. Er hat immer über 100 Kilo und das Halbschwergewicht, das ist, glaube ich, auch nicht so das Gewicht, was ihm so gefällt. Er hat Andreas freundlich herausgefordert. Muss man sagen, Andreas hat die Herausforderung nicht angenommen. Das war von unsererseits natürlich sehr schade, weil er ist unser Titelträger. Und und als Titelträger, finde ich, sollte man das auch nicht oft tun, weil man wird unglaubwürdig als Titelträger und schade. Und leider Gottes hat die Paarung nicht stattgefunden, weil, glaube ich, von den Zuschauern auch sehr gewollt war, die Paarung. Und wir hätten gerne gesehen, das ist ein NRW-Duell wäre es gewesen. Die Zuschauer hätten es gerne auch gehabt. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, Andreas Kaniotakis ist mit der erfahrenste Mann in Deutschland. Man kann Andreas Kaniotakis auch nicht irgendein Schwergewicht vor die Nase setzen, der gerade mal 4-5 Kämpfe hat. Wenn man über 20 Kämpfe hat, dann muss man auch gucken, dass die Paarung zueinander passt. Martin Zawada als MMA-Kämpfer mit über 30 Kämpfen hätte auch gut dazu gepasst. Es hat leider nicht funktioniert und wir hoffen, dass wir die Paarung irgendwann nochmal wiederholen können. Also da sind wir eigentlich guter Dinge. Wir haben jetzt trotzdem adäquate Ersatzpaarungen gefunden. Ruben ist schade, Selim Tuachti ist ausgefallen. Er hat von uns auch den nächsten Gegner auch vorgeschlagen bekommen. Das wäre Pavel Zelazowski gewesen, auch ein sehr starker KSW-Mann. Der hat, glaube ich, 4 Kämpfe bei KSW, alle 4 gewonnen, hätte eine Bilanz von 8-1 gehabt. Aber Ruben als einer der stärksten Weltergewichtler in Deutschland fanden wir dann auch. Also genauso schade, dass er die Paarung nicht angenommen hat. Und wenn man innerdeutsch nicht hinbekommt und dann deutsch-polnische Paarungen, dann sind wir natürlich irgendwo auch als Veranstalter gezwungen, uns auf andere Kämpfe eben zu konzentrieren.
Ja, eine andere Paarung wäre zum Beispiel gewesen, das, was wir gemacht haben, unser Titelfight Saba Bolagi gegen Vugar Bakshiev. Also wir hätten gerne Khalid Taha gesehen bei der Paarung und muss man auch ganz klar sagen, dass das Khalid meinte eben nicht gegen keinen mehr aus Deutschland kämpfen zu wollen. Das fanden wir dann also auch ziemlich wunderlich, weil er hat, glaube ich, gerade mal 5 Kämpfe, 5 Siege, ist die Nummer 1. Und wenn er jetzt schon nicht gegen deutsche Gegner kämpfen möchte aus der Rangliste, dann dann waren wir jetzt gezwungen, auch einen Vugar zu nehmen, der sich bei uns super präsentiert hat, hat gegen Lomali gekämpft und gegen Martin Buschkamp glaube ich, eine Woche Vorbereitung gehabt, hat 3 Runden lang gegen ihn richtig gut ausgesehen, hat danach die nächsten 3 Kämpfe gewonnen. Also war er für uns dann auch ganz klar ein avisierter Titelanwärter und die Paarung gegen Saba Bolagi ist dann auch dadurch zustande gekommen, weil eben die deutsche Rangliste sich vor Saba, glaube ich, da auch ziemlich gedrückt hat. Wir haben dann noch ein paar andere Leute gefragt, ob sie gegen Saba kämpfen wollen aus der Rangliste, aber anscheinend ist Saba da denen zu stark und auf die Paarung freuen wir uns jetzt auch. Und hier gehen wir vielleicht auch ganz kurz darauf ein. Aziz, du siehst die Bilanzen, du siehst auch klar, dass der Bakshiev natürlich der erfahrenere Mann ist. Trotzdem ist die Jugend natürlich auf der Seite von Bolagi. Sehr starker Ringer, sehr starker Sambo-Kämpfer. Wie schätzt du die beiden ein? Was glaubst du? Also beide sind auf jeden Fall körperlich sehr fit, konditionell fit und wie man das auch von MMA-Spirit kennt, die sind top vorbereitet. Also ich denke, das wird ein sehr, sehr starker, spannender Kampf werden und beide sind am Boden sehr stark. Und wie gesagt, allein durch die körperliche Fitness und das Können, was die beiden Jungs haben und wie gesagt, bei MMA Spirit sind die ja auf alles vorbereitet. Auch wirklich ein großes Lob an MMA Spirit, die wirklich sehr professionell arbeiten. Und ich denke, da hat GMC etwas sehr, sehr Gutes auf die Beine gestellt, weil das wird ein sehr explosiver, starker Kampf werden und auch halt technisch sehr schön. Ich denke, dass das ein sehr erfolgreicher Abend wird, auf jeden Fall. Ja, sollte bei Saba nochmal, also Saba ist Junioren-Welt- und Europameister, er ist der Ringer des Jahres 2013 gewesen, also klar ist das ein ziemlich starker Mann, ein ziemlich starker Ringer, aber Olympia-Aspirant unter anderem. Olympia-Aspirant, genau, aber dass man klar, als Ringer hat man immer es einigermaßen, es bringt viele Vorteile natürlich in den MMA-Sport mit einzugehen, aber wir haben sehr gute Stand-Up-Leute, ne? Also wenn wir jetzt mal einen Aziz haben, heute hier im Studio irgendwie, das ist so, ich glaube, ich habe noch keinen Armbar vom Aziz gesehen, aber ich habe viele Kopfhaken gesehen, die er heute gestreckt hat. Einen Armhebel habe ich in meiner Karriere. einen. Deswegen, also ich finde das auch immer wunderlich, dass die Leute, wenn die so einen Ringer-Background haben, dann findet man für die keine Gegner und die meisten die fürchten sich dann auch davor und bei Saba ist es, glaube ich, auch so gewesen und ich finde es also sehr schade. Wir haben sehr viele Jungs in der Bantam-Gewichtsklasse in Deutschland und dass man aber so einen Ringer-Hintergrund immer so sieht, irgendwie, dass sie unschlagbar wären, das finde ich ein bisschen verwunderlich, weil wir haben sehr gute Stand-Upper und die Stand-Upper, das ist so, wenn die auch keinen Stand-Upper nehmen würden und jeder sich das aussuchen würde, irgendwie, das ist MMA-Sport, jeder hat da seinen Background und so wie die UFC in der Entstehungsgeschichte, das war ein Vergleich vieler Systeme und im Moment ist es einfach so, dass die Ringer die Gefürchtetsten sind und wir sind da auch gespannt mal auf diese Paarung. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass man jetzt nicht nur Bolagi als starken Ringer einschätzen muss in dieser Paarung, sondern Bakshiev natürlich da auch gegenhalten wird. Mal sehen, wie es ausgeht. Dann gehen wir auf die letzte Paarung für heute ein. Ein Mann, den du besonders gut kennst, Kerim Engizek, wird mit Patrick Simon kollidieren. Ein starker Mann aus München, dein Schützling, starker Mann hier aus Düsseldorf, aus deinem Team. Erzähl uns vielleicht, du hast dich sicherlich ein bisschen darauf vorbereitet und kennst die Stärken und Schwächen deines Gegners, kennst die Stärken und Schwächen deines Schützlings. Wie schätzt du diesen Kampf ein? Ja, es ist sehr schwer einzuschätzen, weil der Kerim ist wirklich ein sehr talentierter Kämpfer, aber bei ihm spielt die Tagesform eine sehr große Rolle, wo ich selber noch nicht durchgeblickt habe, wo er mich selber schon ein paar Mal überrascht, aber auch enttäuscht hat. Und für mich ist er ein sehr, sehr talentierter Kämpfer, aber ich hoffe, er kann es an dem Tag abrufen. Aber
Ich sehe von den Patrick Simon jetzt keine Riesengefahr. Also ich würde ihn jetzt nicht als einen gefährlichen Mann einschätzen. Ich habe dem Kerem auch gesagt, ob es jetzt boxerisch ist. Und also boxerisch ist der Kerem ihm auf jeden Fall überlegen. Und am Boden, er geht ja jetzt schon regelmäßig zum Ringen. Am Boden müsste er ihn auch dominieren. Aber halt bei Kerem ist wirklich das Problem seine Tagesform. Und da habe ich ihm, also mehr als meine Erfahrung kann ich ihm nicht weitergeben. Wir trainieren zusammen. Ich rede viel mit ihm, aber wie gesagt, es gibt einige Kämpfer, die halt an den Kampftagen versagen. Aber ich hoffe, dass er dieses Mal seine Leistung abrufen kann, auf jeden Fall. Ja, das hört sich zum Teil recht eindeutig an. Wie siehst du die Partie? Ja, also eindeutig fanden wir die Paarung oder die Zuschauer die Paarung auch gegen Rafael Levon. Also da hat also Kerem ist immer ein Garant für GMC, also gute Kämpfe abzuliefern, und er ist auch ein GMC-Kind. Ja, nach Reihenfolge, er hat Volker Dietz also einen sehr guten Kampf geliefert. Na, Volker kam eben Rafael Levon, danach Abiku Afoul im letzten GMC 6. Also Kerem ist immer ein Garant für gute Kämpfe, ausgeglichene Kämpfe. Also ich finde den Kampf auch sehr ausgeglichen. Patrick Simon ist so der Kerem Engizek aus dem Süden. Er ist aus Stand-Up-Kämpfer. Er ist jetzt hat er letztens seinen Boxkampf über 3 Runden gewonnen. Davor hat er den Titel bei einer anderen Veranstaltung geholt. Auf jeden Fall ist er nicht zu unterschätzen, und Patrick Simon ist sehr gehypt im Süden, so wie Kerem auch hier in NRW. Beide neigen dazu, mal leichtsinnig zu werden in Kämpfen, auch in ihrer Vorbereitung. Aber wir hören also von beiden, dass sie sehr professionell sind, dass sie sich alle beide auf den Kampf gut vorbereiten. Ja, also Patrick hat jetzt den Vorteil, dass er eben 2 Kämpfe vorher gemacht hat. Er ist gerade so im Kampfmodus. Kerem muss auf jeden Fall hundertprozentig konzentriert sein, wenn er ihm begegnen will, und er muss fokussiert sein. Also auf jeden Fall ist es eine sehr ausgeglichene Paarung. Von der Bilanz her passt es auch. Das verspricht auf jeden Fall ein Feuerwerk zu werden. Also ich will als Veranstalter im Moment auch auf keinen von beiden wetten. Ja, wieder mal ein Duell auf Augenhöhe. Aziz, wenn wir dich hier haben, muss ich dich wegen Kerem nochmal fragen. Es gab ja das ein oder andere Gespräch wegen Otman Azaytar. Hat sich seitdem was getan? Kannst du uns da was Neues drüber erzählen? Ja, wie gesagt, also beim Kerem muss man echt gucken, dass er eine gute Tagesform hat, und er muss sich jetzt beweisen. Er muss in meinen Augen Patrick Simon klipp und klar besiegen. Er kennt meine Strategie. Ich habe ihn jetzt seit Wochen darauf vorbereitet, wie er kämpfen soll und muss. Und dass, wenn er das wirklich macht und eine gute Tagesform hat, kann er wirklich Patrick Simon in meinen Augen klipp und klar besiegen. Falls nicht, dann brauche ich auch gegen Otman nicht zu kämpfen. Also dann, wie gesagt, er hat mich schon oft überrascht, aber oft auch enttäuscht. Und Otman weiß man ganz genau, wie auch der Abu, die trainieren gut, die sind sehr fleißig, sind sehr diszipliniert, das ist ganz klar. Aber halt mit diesen Gegnern, gegen den kämpfe ich oder gegen den nicht, das ist das einzige Problem. Und ich habe auch mit Abu telefoniert, ich habe auch mit dem Omar Azaytar telefoniert. Und wo die mir eigentlich schon gesagt haben, die sollten nicht gegeneinander kämpfen, weil die waren ja mal befreundet. Und ich habe gesagt, pass auf, wir sehen das sportlich. Falls Otman Azaytar oder seine Brüder oder das Team das nicht möchte, haben die Möglichkeit abzusagen, zu sagen offiziell, weil die machen ja genug Interviews, oder können die offiziell sagen, pass auf, wir wollen gegen Kerem nicht kämpfen, aus welchem Grund auch immer. Aber solange Otman das nicht macht, steht der Kampf für uns ganz klar, weil falls der Kerem verlieren sollte, hat der Kerem auch nichts gegen Otman verloren, also ganz klare Sache. Aber falls er jetzt dominant und souverän gewinnen sollte, sollte der Kerem jetzt gegen Otman kämpfen, weil die Leute, es wird viel zu viel geredet, also diese ganze Internet-Scheiße, es wird viel zu viel gesprochen. Die Jungs sollen sich die Hand geben, sollen gegeneinander kämpfen, und danach können die noch einen trinken gehen, ist mir auch egal. Aber wie gesagt, also der Otman ist momentan auf der 1, ne? Stimmt? Er ist die Nummer 1 oder wie? Otman ist nicht die Nummer 1, nee? Aber er ist noch unbesiegt. Unbesiegt, okay, ist unbesiegt. Und also ich denke, das wäre eine gute Paarung. Otman hat ja gesagt, er würde kämpfen, er will kämpfen. Kannst aber du die Statistik halt, noch sehen? Omar und der Abu haben gesagt, sie sollten nicht kämpfen. Die haben eigentlich einfach die Möglichkeit, den Kampf abzusagen. Wir werden den Kampf auf gar keinen Fall absagen, weil bei uns gibt es, wie schon der Dennis gesagt hat, wir suchen uns keine Gegner aus und wir sagen gegen niemanden ab. Egal wie der heißt, wie wer er ist und was er macht.
es gibt nur Sieg oder Niederlage. Und ich sage mal, eine gute Niederlage ist manchmal besser als ein schlechter Sieg. Deswegen muss man sich manchmal gerade machen und sich stellen den Gegnern und nicht immer nur singen und Interviews machen. Und deswegen wäre das ein sehr interessanter Kampf auch für die Szene, weil die haben ja tausende von Klicks oder was haben die mal gesagt, tausende von Klicks. Und ich denke, dass das jeder sehen will. Und dann sollen die mal sich stellen. Und meiner Meinung nach ist der Kerem nicht besser als Ottmann. Ottmann ist auch nicht besser als der Kerem. Aber ich sage ganz klar, dass der Ottmann disziplinierter ist als der Kerem. Und der Kerem ist talentierter als der Ottmann, würde ich sagen. Und können beide mal zeigen, was sie drauf haben. Und falls sie den Kampf nicht abgesagen sollten, steht der Kampf für uns klipp und klar. Also dann müssen wir auch gegeneinander kämpfen, ganz klar. Ja, vielen Dank für deine Aussage. Ich glaube, wir sind jetzt kurz vor dem Ende dieser Sendung. Viele tolle Themen, über die man diskutieren kann. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal an die Zuschauer auf jeden Fall mal ein bisschen kommentieren und euch uns sagen, wie es euch gefallen hat. Zu Abu hast du dich schon geäußert, zu Ottmann hast du dich geäußert. Hast du sonst noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Nee, ich möchte gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich was gegen die Jungs hätte oder sonst irgendwas. Also ich habe mich... Einige Sachen haben mir nicht gepasst und das habe ich dem Abo auch ins Gesicht gesagt. Ich habe gesagt, pass auf, ich habe gesagt, es gibt viele Sachen, die mir nicht passen. Deswegen habe ich mich auch von einigen Leuten distanziert. Aber ich mache das jetzt halt auch öffentlich, weil es wird so viel diskutiert, so viel geredet und der ist das und der kann das, der kann dies. Ich habe, meine Meinung ist, wir machen diesen Sport und es wird viel zu viel geredet. Man sollte lieber gegeneinander kämpfen, anstatt zu reden. Und deswegen, die Zuschauer voten in eine Rangliste, die sollten mal lieber voten nach einem Kampf. Oder mal einfach mal sagen, man weiß nie, wer der Bessere ist. Es gibt immer einen Besseren. Ich habe genug Niederlagen auf meinem Buckel gegen starke Jungs. Und ich scheue auch niemanden. Deswegen sage ich, diese Politik, was über im Internet läuft, ich kriege ja das meiste ja auch noch nicht mal mit, weil ich ja nicht im Facebook bin oder sonst irgendwo. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr schade und traurig. Und ich bin ja schon auch aus dem Alter raus, also ich lache ja schon drüber. Also ich sage immer, der hat das erzählt und der hat dies erzählt. Ich sage, für mich gibt es nur eine Sache, das sage ich auch meinen Schülern. Ihr müsst euch im Cage oder im Ring beweisen. Alles andere ist La Paloma, Rederei. Ich habe schon meine Niederlagen gehabt, aber ich habe mich dem Kampf gestellt. Also Jungs, egal wer von euch, stellt euch den Kampf und dann könnt ihr beweisen, ob ihr wirklich was drauf habt oder nicht. Singen und reden und rappen kann jeder. Also ob der eine gute oder eine Scheißstimme hat, rappen kann jeder. Und Scheiße erzählen kann auch jeder. Aber die Fäuste fliegen lassen gegen jeden, das kann glaube ich nicht jeder. Und deswegen sage ich einfach auch mal einen Appell an die Szene. Ja, dann ruft mal eure Jungs an. Und sagt, stellt euch Jungs, guck mal, ihr werdet herausgefordert. Für uns gibt es kein Aussuchen. Wir stellen uns gegen jeden. Also lasst uns kämpfen. Egal wie diejenige heißt. Ganz einfach. Das kann manchmal so einfach sein, wie man hört. Nochmal, Aziz, vielen Dank. Dennis, an dich die Frage dann für die nächste Sendung. Kannst du uns schon ein bisschen was verraten? Natürlich gehen wir auf die nächsten Paarungen ein. Da gibt es, ich nehme mal stark an, wieder eine Special Guest. Weißt du da schon was? Ja, also in unserer nächsten Sendung werden wir ein paar Profiboxer hier einladen und wir wollen, also Francesco Pianetta werden wir hier haben und einen anderen Überraschungsgast als Profiboxer und werden mit denen ein bisschen über die MMA-Szene plaudern. Da gehört natürlich auch die Thematik da rein, ob man sich so diese Ranglisten und Gegner und so weiter, das war also heute sehr aufschlussreich mit Aziz darüber zu sprechen. Wir als Veranstalter wünschen uns natürlich viel mehr von solchen Trainern wie Aziz Karaoglu, der dann auch sagt, okay, mein Schützling kämpft gegen jeden, wenn es passt. Und ja, in diesem Sinne, fasst euch alle mal ans Herz und gebt euch mal einen Ruck, weil wir müssen einfach gucken, dass wir in Deutschland den MMA-Sport ein bisschen vorantreiben, dass wir schöne, interessante Paarungen in Zukunft sehen. Ja, nochmal an die Zuschauer, ich habe es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, kommentiert das Video, schreibt uns auf Facebook, was euch gefallen hat, ob ihr vielleicht eine Meinung ganz anders seht, zu den Paarungen vielleicht auch, die Prognosen, wen habt ihr vorne, das wird uns mit Sicherheit interessieren und auch zur Sendung eben, ja, was gut ist, was schlecht ist, was sollten wir verbessern, wen sollen wir vielleicht als Gast holen und ähnliches. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bam, 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 bam